Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Magic Thief Tutorial. Welcome to the tutorial. Here you will learn the basics of the game. To interact with the playing field and click on the cell, the left mouse button is used. If there is a crystal inside the cell, you lose. If the cell does not contain a crystal, either a digit or an empty space appears inside. Achso. Okay, also das ist ziemlich Standard. Minesweeper. Do not start the game by opening the cells in the center of the playing field. Start from the edges. Okay. Ja. Wir können auch den Mittelmaus-Button versuchen. Gut. Das ist wirklich... So, good luck. Gut, wir starten mal. Day 1. Welcome to the Pig Snout Village. The inscription on the sign perfectly characterizes the locals. Since we've been invited, let's take a look at the local tavern. And at the same time take a couple of things with us. 10x10. So, 10x10. Wir beginnen hier im Eck. So. Das ist auf jeden Fall mal einer. Das hier oder hier. Puh, Glück. So. Eins. So. Sehr schön. Eins, zwei, drei. Drei, vier. Zwei. Perfekt. Das sind zwei, hier sind drei, das passt. Die beiden passen auch. Hier sind zwei. So, jetzt. Zwei. Hier oder hier ist einer. Vier, hier oder hier. Da ist nur einer. Also hier. Puh. Okay. Puh, I took everything I could with me, destroyed the rest. We need to cover our tracks and get out of here. It's time to start a new business. Hide a paper. Ah, okay. Was ist das? Quest event. Evil for good. After my first foray, I realized that bad people have too much that they don't deserve. The village where I come from is completely poverty. I made a decision to help them. If not me, then who? Give 20 chests. Aha. Machen wir später. Wir haben keine 20 chests. Tag 2. The next tavern in line is the Crooked Horn. The owner of this establishment is the most unpleasant type. I may be a thief, but even I have manners and tact. I would not behave unfriendly with visitors. We should teach him a lesson. Wieder 10x10. Ah ja. Das war Pech. Ebenso wie das. So, das ist besser. Das ist auf jeden Fall besser. Hm.
Oh Mann. Okay. So. Das ist gut. So. So. Perfekt. Wenn die so schön aufgeteilt sind, ist das durchaus okay. So. Das ist doof. Da hier, da kann nur einer sein. Das heißt, der wird entweder hier oder hier sein. Aber dann muss das hier einer sein, eigentlich. Das muss einer sein. Hier. Ah, das ist doof hier. Da sind zwei beziehungsweise drei. Ach. Ich habe hier Sphere of Transfer. Use it to steal a cell regardless of whether there is a crystal in it. Was heißt das? Oh man. Was ist das hier? New Crystal Mimic. A mimic is a creature that disguises itself as object of the environment. They often look like unlocked chests with which any treasure seeker will prefer. Becoming a snack for a mimic. The wonders of alchemy help magicians create a crystal that turns any object into a mimic. The crystal looks like a heart and is often bought as an additional means of protection against thieves. Mimics are sensitive to the sphere of transfer. Fools, of course, will definitely put the crystal in the chest. Was heißt das jetzt? So. Das ist ja mal gut bis jetzt. Ah, das mag ich wieder nicht so. Jetzt schauen wir mal. Ah, und da hat sich das jetzt verändert. Vier. Versuchen wir das nochmal hier. Mann, eine hätten wir noch. Oh, hier wäre auch was gewesen. Das mit... Oh, das war doof. Das mit dem Mimics habe ich noch nicht so ganz kapiert. Aber jetzt...
Oh. My last action almost ruined me. I accidentally activated the mimic and barely saved my skin. I need to be more careful next time. Okay, also das bringt dann nicht mal was bei dieser Sphere. Stolen items? Okay. So, 4, das ist wieder nicht gut. 4. Ah, doch, jetzt passt. Das ist auch gut soweit. Eins, zwei, drei, das sind schon 3. Jawohl. I took everything I could with me, destroy the rest, we need to cover our tracks. Aber was ich noch nicht kapiere, schauen wir mal weiter. I met wandering merchants who told me about how they were deceived by local tavern owners. Merchants brought various wines, including expensive ones for sale. The owners paid pennies and threw the merchants out the door. There was a scuffle. Give 10 barrels in stock 0. Wie bekomme ich sowas? The Humpbacked Donkey Tavern. It sounds like they want to insult me even before I went inside. Oh, it would be better if that was all. After I greeted the owner, much more unfriendly words were shouted at me in response. Ich, wie gesagt, so ganz verstehe ich's jetzt noch nicht. Ach, das war wieder. Ach, Pech. So ganz verstehe ich das jetzt echt noch nicht, wie ich da eben Sachen stehlen kann. Vielleicht steht das noch in. Schauen wir mal kurz. Tutorial. So, das verstehen wir. Das ist never try to open cells next to large numbers. To quickly open the cells, okay. If this, ja, das. Ja, das ist auch okay jetzt, die Szenarien. Das ist alles schön und gut. Was steht hier? There are two cells next to each other with the number one inside. The number one on the left indicates that there is a crystal in one of the two cells above them with a 50% probability. We do not know which one, but we know that it exists and take it into account. Thanks to the number one on the right and information about a possible crystal, we can confidently open the remaining cell. Ja, das zeigt nur, wie man Minesweeper spielt, aber nicht, wie ich jetzt hier Sachen stehle. Oha. Oh. Ach komm. Zwei, drei, das heißt hier nicht.
5. 1, 2, 3, 4, 5. Sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Aha, 26 sind hier irgendwo versteckt. Oh Mann. Ich bin gar nicht so gut im Minesweepern, wie man sieht. Obwohl ich das früher wirklich, wirklich lang und oft gespielt habe. Und zwar richtig oft. Das passt noch. Ach, das ist wieder fies. Aber ich habe scheinbar wirklich pro Level 3 davon. Victory! Jawohl! Select Cell for Sphere of Trans... Achso, das war... Ja, das war... Kann ich hier noch was machen? Nö. Das zeigt jetzt nur... Nur unser... Wie... Zeigt nur das Spielfeld. Ah, hier sensitive powder. If the powder is sprayed on an object with a crystal, it turns red. Ja, toll. Da können wir jetzt. Ah. Das ist auch cool. So, hier 2, 1, wenn... Dann müsste hier eins sein. Zwei, das ist mal gut. Ach so, hier geht's ja noch weiter. Oh. Sind immer keine dann. Aha, und das nächste Mal kostet schon 14. Das kann ich jetzt nicht mehr nehmen. Und jetzt habe ich eine Mimik erwischt. Ha. Okay, schön langsam komme ich hier rein. Ah, Total Cells 100, okay.
Ach. Gehen wir hier. Ich würde nur zu gern wissen, wie ich eben Sachen hier stehlen kann. Sensitive powder. With this powder you can conduct exploration of a small area. Apply to the cells and if there's a crystalline, then the powder will turn red. Moment. Vielleicht war bei den ersten Levels auch ein Hinweis. Sphere of Transfer. With the help of the sphere, you can steal cells from the field. The sphere helps in difficult situations when you need to act intuitively. If there was a Chrislander cell, the number around it will be updated. Magic can be used several times for free, after which mana will be required. Free activations are not counted in the perfect robbery counter. Ach so. Okay, ich kann... Perfect Robbery... Ah! Moment... Das hatte ich doch schon, oder? Perfect Robbery... Und hier, was war hier für ein Hinweis? Ach so, das waren die Mimics, okay. Gut! Mit dem Wissen können wir jetzt auf... zu Day 4 gehen, the Long Creek Tavern. The name sounds decent, but after the previous tavern it is only more alarming. Ironically, the clean name does not characterize the local regulars at all. They could really use a bath. Och, zwei. Oh. Ah, ja. Hab's befürchtet. 4 Magic used. Aber wir können jetzt hier was hinbasteln. Vier Magic kann ich benutzen. Dann machen wir mal eins. Ich hab's fast befürchtet. Mann, bin ich schlecht dabei. Aber zum Glück können wir ja immer wieder von neuem beginnen. Und zwar relativ schnell. Ah. Ja, jetzt. So, jetzt wird es wieder Zeit für einen guten Beginn, würde ich sagen. Vier. Was auch so viel. Das ist okay.
Okay, das ist sehr okay. So, das ist fein. Da würde ich jetzt gerne wissen. Wir dürfen insgesamt 4-mal Magic benutzen, also machen wir das doch mal hier. 1, 2, 3, 4. Wir dürfen nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und wir dürfen ja nochmal. Ha, sehr schön. Was ist das jetzt? Classic Level. Complete the level in Classic Mode. There's no magic here, no modifier bombs, just like in the good old days. Und zwar sind hier insgesamt auch nur 10 versteckt. Das heißt, das sollte ja doch ganz easy zu lösen sein. Möchte man meinen. So. Was ist, was das ist immer, das weiß ich nicht. Oder ist das hier Classic Level? Das sind die normalen Levels. Ah, jetzt habe ich 3 Barrels in Stock. 3 Chests in Stock. Wie auch immer. Isn't there at least one decent establishment in the whole village? To my disappointment, it turned out that way. The next owner threw me out the door. Well, at least I will not be tormented by conscience for what I did. Bis jetzt sind alle Felder immer noch 10x10. Da wird bestimmt bald Größeres auf uns zukommen. Fürchte ich. Oh Mann. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Oh, Moment. Invisible Crystal. This crystal is called invisible, but in fact it can be seen, albeit with difficulty. First of all, it's considered invisible because of its complete immunity to detection magic. You will not find this crystal with the help of a sensitive powder. Das ist fies. Okay, ja. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.